Da liegt schon mal einer. Der muss nur runterplopsen. Wie machen wir denn das? Stellen wir uns da mal hoch. Oh. Machen wir das? Komm. Wir helfen mal wieder nach. Mir geht das echt zu langsam. Und seitdem ich jetzt noch diese Infinity Mod gesehen hatte, wo das so schnell ging, da habe ich mich natürlich auch so ein bisschen dran gewöhnt. Eine Sache, die ich eigentlich verhindern wollte, aber naja, jetzt ist es zu spät. So ein bisschen gewöhnt man sich eben immer an sowas. So. Vier Setzlinge haben wir bereits. Das ist super. Wenn jetzt noch einer mehr rausspringen würde, wäre das natürlich ganz toll. Und dafür haben wir die Aktion ja eigentlich gemacht. Graben uns hier gerade mal wieder runter. Ich habe irgendwie das Gefühl, es ruckelt etwas. Oh, runter auf 9. So. Läuft schon flüssiger. Auch wenn man hochguckt. Ja, sehr schön. Tja, sind jetzt nur 4 Setzlinge, ne? Boah, da kriegt man ja echt. Kriegt man es ja echt in den Augen. Sonnenbrillenmod wäre noch cool. Jetzt, wo wir die wunderschönen Lichtstrahlen haben, die wir so lange vermisst haben, wollen wir sie bekämpfen mit Sonnenbrillen. Das macht total viel Sinn. Macht es das? Oder? Nee. Tja, ist sehr spannend. Da ist der 5. Super. Dann können wir jetzt an und für sich... Was machen wir denn? Plöcks. Das ist super. Das hat es echt gebracht. Nee, weil dann haben wir da jetzt einen Setzling. Können da versuchen, unsere Baumpopulation ein bisschen zu erweitern. Gut, so viel Krempel haben wir gerade gar nicht dabei. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal flicks eine Runde angeln. Das wollte ich nämlich mal mit euch machen. Und hier können wir auch gerade nochmal durchgehen. So, wo sind denn die ganzen Kühe? Oh. Oh. Kuh. So, haben wir für dich auch noch eine Kuh. Was ist hier oben los? Nur ein Schwein. Die braune Kuh sucht noch einen Partner. Eins und zwei. Das ist ja wunderschön. Du bist schon bedient. Dann liebet und vermehret euch. Mit mir bitte. Ich glaube, den Satz habe ich schon das letzte Mal gebracht. Das ist noch gar nicht so lange her. Bist du noch Single? Nö, aber trotzdem hungrig, oder wie? Ja, genauso wie du. Tja, tut mir leid. Es tut mir so 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 leid. So, es tut mir so leid. Ups, jetzt hätte ich fast die Kleinen noch mitgehauen. Tut mir so leid. So, das Leder ist natürlich ganz wichtig. Ich meine, wir quälen ja hier nicht wahllos. Wir suchen schon Kühe, die auch Leder bringen. Und irgendwie sind das meistens alle. Wir wissen es aber im Vornherein nicht, deshalb müssen wir halt ausprobieren. So, hier ist noch eine große Kuh, da ist noch eine große Kuh, hier ist noch eine große Kuh. Eine große Kuh lasse ich mit den Kleinen, damit sie so eine Leitkuh haben. So, wie viel? 11 Leder, klasse. 11 Leder, das ist doch mal was. Da können wir auf jeden Fall dann wieder kräftig etwas tun. Da haben wir noch eine Angel mit... Mit Karotte dran. So. Erstmal angeln. Die Musik ist so passend. Ah, zu früh. Ich bin so blöd. Doch, andere ständig wechseln. Aber hier sieht man einfach, das Wasser sieht hier besser aus, finde ich. Und man sieht auch besser durch, ne? Das war ja beim anderen ein riesiges Problem. Hier kann man besser drunter schauen. Schippidipp. Und wir angeln Fische. Und ich ziehe einfach zu schnell. Das ist wie more unwanted.
Wo sind die Fische nur hin? Sie wollen nicht recht anbeißen. Warum ich jetzt angel? Nicht nur, um euch zu langweilen. Das ist natürlich nur ein toller Nebeneffekt. Sondern in erster Linie will ich vor allen Dingen Fische haben. Denn mit Romfisch, Jib und Kugelfisch, natürlich, was auch sonst. Denn mit Romfisch kann man ja wunderbar Katzen zähmen. Das wollen wir auch mal machen. Ozelots haben wir ja schon viele gesehen. Aber wir hatten noch keine Möglichkeit, sie zu zähmen. Und dann hätten wir auch Katzen. Denn bis jetzt haben wir ja nur Hunde als Haustiere. Plock. Super, da haben wir schon mal einen rohen Fisch. Ich weiß gar nicht, ob das mit Kugelfisch auch geht. Ich denke nicht. Denn Kugelfisch ist ja giftig. Aber manche scheint das nicht zu stören. Habe ich so das Gefühl. Habe ich gehört. Das ist spannend. Plöcks. Und außerdem ist es mit Optifine auch etwas gecheatet. Eigentlich sieht es ja so aus. Aber so ist es einfacher. Hat man ja alles schön im Blick. Wir haben praktisch in der rechten Hand die Angelrute und in der linken einen Fernstecher, mit dem wir alles beobachten. So komische Mittelaltermusik. So. Wir kriegen immer die gleichen Fische. Ich glaube, das sind die ganz normalen. Diese Standardfische, die keinen Namen haben, sondern die einfach nur Fisch heißen. Und einen Kugelfisch haben wir bekommen, immerhin, ne? Das ist ja auch viel wert. Ich stehe hier mit meiner Rute, Angelrute, Angelrute. Du stehst da mit deiner Rute, Angelrute, Angelrute. Wie viele von den Dingern haben wir denn? Kabeljau ist das, okay. Vier Stück, ein Kugelfisch. Supi. Weiter geht's, das ist noch nicht genug. Ich weiß jetzt aber nicht, ob ich es mit wahrscheinlich mit Kabeljau werde ich schon ein Ozelot zähmen können, oder? Das wird ja wohl gehen. Komm, einen holen wir uns noch. Da kommt doch schon was, jawohl. Auch ein Kabeljau, warum nicht? Okay, okay. Sollen wir hier gerade noch... Komm, wir gehen hier auch mal kurz durch. Kakaobohnen. Wollen wir mal Kekse backen? Ich weiß noch gerade nicht, wie es geht. Aber das finden wir bestimmt raus. Ich glaube, es war nicht so schwer. Wahrscheinlich brauchen wir dazu Milch, Weizen und Kakao. Und vielleicht Zucker? Zucker vielleicht noch? Eier vielleicht noch? Oder ist das ein Kuchenrezept, was ich da im Kopf habe? Ich weiß es nicht. So, hier ist noch gar nichts dran. Dann können wir hier auch den letzten Baum bekakauen. So. Dann legen wir uns schnell pennen, bevor nämlich die Monsterschaft aus der Gegend kommt. Das können wir ja mal echt nicht gebrauchen. Hier ist auch noch keine Tür drin im Schlafzimmer. Sehr unvorsichtig. Sowieso ein komisches Haus, wenn man sich das mal so überlegt. Zum Schlafzimmer kommt man, indem man auf die Terrasse geht. Inwiefern macht das denn bitte Sinn? So, Entschuldigung. Musst du mal kurz was trinken, das ganze Gesabbel macht einen auch irgendwann total narrisch. So, wie gingen denn jetzt nochmal Kekse? Wir brauchen auf jeden Fall Eimer mit Milch. Hatten wir hier nicht eine Kiste? Wir hatten hier eine Kiste. Hier sind nur die Schallplatten drin, okay. Haben wir hier noch was gebraten? Nö. Oder mach die Tür zu. So. Ist hier noch was drin? Nö. Steaks sind hier noch. Super. Auch nicht übel. Wir holen uns gerade mal die Eimer. Boah, ich muss mich jetzt langsam beeilen. Denn meine Serie beginnt bald. Also ich weiß ja noch nicht. Ich will jetzt noch nicht meine Serie sagen, denn ich weiß noch gar nicht, ob ich die Serie dann wirklich auch schauen werde. Oder ob ich jetzt da einmal kurz reingucke, nach 10 Minuten merke, alte, echt jetzt. Und dann die Serie nie wieder anschauen werde. Das kann natürlich genauso gut passieren, keine Frage. Werkzeug G, da haben wir Eimer.
So, Kakaobohnen haben wir echt viele mittlerweile. Wie das Ganze allerdings funktionierte, das weiß ich gerade nicht mehr. Es ist echt ärgerlich. Ich hole auf jeden Fall mal Milch, denn mit Milch kann man bestimmt irgendwas Tolles anfangen. So, Regale können wir auch machen. Ein Ozelot wollte ich noch zähmen. Ach Gott, ich wollte so viel machen. Wenn wir denn jetzt überhaupt Milch holen können. Eine große Kuh gibt es auf jeden Fall noch. Die schwimmt hier mit den ganzen kleinen Kühen. Ich kann kleine Kühe melken.